Hallo, guten Tag, mein Name ist Dennis Kogel, ich bin Games-Reporter bei Radio Fritz vom RBB und heute geht es um den Deutschen Computerspielepreis und die Zukunft der Branche. Deswegen werde ich auch diese Auseinandersetzung mit dem Bundesfinanzbowser zu Ihren Gunsten schaffen. Meine Damen und Herren, alles Gute, der Computerspielepreis 2016 ist eröffnet. Der Finanzbowser hat gewonnen. Das war Verkehrsminister Dobrindt dieses Jahr im März beim Deutschen Computerspielepreis und entgegen seiner Versprechung gibt es eben nicht mehr Geld für den Deutschen Computerspielepreis, den DCP. Und das beschäftigt gerade ganz schön viele Entwickler in Deutschland. Nächstes Jahr wird das Budget vom DCP effektiv auf die Hälfte gekürzt. Von den 470.000 Euro Preisgeld sollen mindestens 50% die Branchenverbände übernehmen. Die sollen ihren eigenen Preis bezahlen. Das ist total absurd. Die Branchenverbände bestehen ja aus den Studios, die ausgezeichnet werden mit dem Geld. Du kaufst dir doch nicht den eigenen Siegerpokal. Und jetzt kommt ihr und sagt wahrscheinlich, na und? Ist der DCP nicht diese peinliche Show, die niemanden interessiert? Bitte begrüßen Sie den Moderator und Comedian Kaya Jana. Aber der DCP ist auch die wichtigste Förderung für Spieleentwickler in Deutschland. Dieses Spiel wäre ohne nicht möglich gewesen. Das ist das Puzzle-Game Try. Die Macherin Jana Reinhardt schreibt, dass nur durch den Preis andere Förderungen möglich wurden, weil da Leute sehen, ach guck, das Spiel kann ja was, das hat den DCP bekommen. Und sehr wahrscheinlich ist euch das so egal, denn kaum jemand spielt Spiele aus Deutschland. Deutsche Spiele machen nur 6% aus vom großen Spielemarkt in Deutschland. Deutschland hat Videospiele verloren. Der Branchenverband BIU will das ändern. Die sagen, wir brauchen hier Steuervergünstigungen oder öffentliche Investitionen wie in Polen, dann kann hier das deutsche Witcher 3 entstehen. Aber die Steuervergünstigung gibt es auch nur, wenn das Spiel deutsch genug ist, in Deutschland spielt, von deutschen Bürgern gemacht wird und ein deutsches Genre bedient. Was ist ein deutsches Genre? Das hier ist ein aktuelles deutsches Spiel. Shadow Tactics, ein Ninja-Taktik-Spiel. Das spielt in Japan, ist wirklich toll, aber ob das gefördert würde? Ich meine, Ninja sind bekanntlich sehr deutsch. Ist Rules aus Berlin und München ein deutsches Spiel? Und wenn nicht, wie wäre es deutscher? Ganz ehrlich, das sieht nicht gut aus. Die Branchenverbände überlegen, ob sie nicht komplett aus dem Preis aussteigen. Die Steuervergünstigungen verwirren alle einfach nur. Und für deutsche Indies wird es einfach härter. Wenn euch das was bedeutet, dann sagt das dem Dobrindt und dem Finanzbowser, weil sonst wird das nichts. Wir sehen uns nächste Woche.